Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin Matt Chris und das hier ist für heute der Bonus, ja. The 3X spendiert uns heute ein paar Minuten Grusel. Ja. Viel Spaß. Ja, The 3X. Hier haben wir Top 5 Geister gebannt auf Kamera. Ja, schauen wir mal. Top 5 Ghost Cut on Camera. Kamera. Arabic YouTuber Ehab exploring haunted and abandoned places. In this video, he visited a haunted building and things are not going well. Hallo. Ob da ein Schnitt war? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bitte nicht im Spiegel, bitte nicht im Spiegel. He continues exploring and he cuts something truly bizarre. Oh, Kakerlack. Oh, diese Hände, ne? Also an den Frontscheiben an Autos hat es ja schon gereicht. Ne, jetzt auch noch bei Leuten an Schultern. Jumma, Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Was sind das für Geräusche? Da steht einer hinter ihm. Hayyu wallah, hayyu wallah, wallah, wahyat Allah, hayyu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ist mir egal, ob es gefaked war. Es war unterhaltsam. Angry Shadow. Wütende Schatten. Ghost Hunter YouTuber Alberto Del Arco is visiting Haunted Abandoned Hospital. Okay. Hospit, also Krankenhaus oder Hospiz? Been followed by something or someone. Imagino que pues hubo de todo, ¿no? Personas que perdieron la vida. Ay, was war denn da? Escucho como un tipo de música. Ich hab bereits gesehen. Wo? Ich sehe immer noch. Doch da, ja, ja, tatsächlich. Wie haben die das denn gesehen? Ja, das ist. Das könnte ein Schatten sein, ja. Gut, angry ist er noch nicht, ne? Ja, jetzt sieht man es besser, ne? Wo er wegschwenkt. En medio. Se siente mucho viento. Está muy grande, muy, muy grande este lugar. Enorme. Sí. Es un lugar de especialidades. Sí. Están abiertos las puertas. Kam das jetzt auf die Kamera zu und wurde dann schwarz? Continue exploration. And this happened. Oh. A ver, asómate allá, Tony. Quiero descubrir qué es esa música. ¿Qué, güey? ¿Qué fue? Mames.
¿Dónde? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Ja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hab ich jetzt auch nichts gesehen. Vielleicht sind die da auch einfach nur nicht alleine. Vielleicht ist da halt noch jemand, der sich da jetzt gestört fühlt. Ich meine, es ist ein verlassenes Gebäude, das ist auch gut möglich. So, der hat jetzt halt was geworfen, um die zu erschrecken, ne? Dass sie da verschwinden. Also mich würde jetzt mal interessieren, ob dieses Gebäude einfach so zugänglich ist. Aber wenn wir das ja sehen mit den ganzen Graffitis und so, wird es einfach so auch zugänglich sein, ne? Tja. Esta madre no estaba así, eh? Esta madre no estaba así. Okay. Esta madre no estaba así. Pedote, güey. Se cerró esa puerta. Se me dolió la cabeza, güey. Ah, me asusté. Aber die kommen jetzt natürlich auch nicht auf die Idee, da in dem Raum gucken zu gehen, ne? Also, ich meine, es sind paranormale Ermittler. Deren Ziel ist es ja eigentlich, Phänomene aufzuzeichnen und dem auch auf den Grund zu gehen. Also, wäre doch jetzt das Logischste für diese Leute, da jetzt auch in diesen Raum reinzugehen. Stattdessen stehen die jetzt davor und, ah, das war so schrecklich. Weiß ich nicht. Komisch, das kam mir jetzt ein bisschen komisch vor, ganz ehrlich. Ja. Sie verschwand. Mhm. A strange phenomenon was recorded in Colombia. Three different CCTV cameras recorded the disappearance. It shows a woman walking on the sidewalk. Also wir sehen ja schon an der Bewegung der Frau, dass diese Überwachungskameras nicht jedes Bild, nicht jede Millisekunde aufzeichnen, ne, sondern dass da immer Bilder fehlen dazwischen. Sonst würde das nicht so aussehen, als wenn die über den Boden gleitet. Neighborhood and vanishing in two shots. What do you think about it? Ja, die glitscht weg, ne? Die glitscht einfach weg, weil sie dann raus ist aus der Kamerasicht. Da ist jetzt nichts Paranormales. Einfach keine guten Kameras. Ich frage mich auch, was solche Überwachungskameras bringen sollen. Ich meine, man würde auf diesen Kameras, auch wenn die Frau sich jetzt umdreht, man würde kein Gesicht erkennen können bei der Bildqualität. Man erkennt keine Kennzeichen von Autos, wenn da irgendwie mal Autos vorstehen, wo irgendwelche Verbrecher oder so rauskommen. Was bringen einem solche Kameras? Gar nichts. Finde ich jetzt. Hat null Sinn. Das ist einfach ein Glitch. Another TikTok-Video. Boah, hinter dir. Ah, das ist bestimmt mal was ganz Fieses. Fake or true? You decide. Ah ja. Da habe ich mal ein Video drüber gesehen, wie man sowas ganz einfach machen kann. Also einschneiden kann in Videos und easy. Easy, 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 easy. Das ist nix. Hotelgast. Okay. Ah, das haben wir schon mal gesehen. Da flitzt jetzt gleich so ein Schatten zu dem Reinigungswagen oder Bett oder was auch immer das da ist. Ich glaube, das ist so ein Reinigungswägelchen, ne? At the Eagle's Nest. Sehr seltsam, finde ich. A security camera recorded the shadowy figure. The guards discovered the ghost while they were looking through the recordings. Ja, sehr seltsam, wie das so da rausgeschossen kommt und dann an dieses Ding da dran.
Haben wir damals auch schon, also habe ich damals schon, als wir den Clip hier zusammen gesehen haben, gesagt, dass das sehr, sehr seltsam aussieht. Und man das auch nicht mit einem Glitch erklären kann, meiner Meinung nach. Warum ist jetzt hier kein Sound? Hat er den Sound daraus geschnitten, oder? Gibt es ja jetzt gar keinen Sound? Vielleicht kommt er ja noch wieder. Das sieht sehr seltsam aus, ne? Ja, danke fürs Zuschauen. Ja, es war sehr stumm jetzt, die letzten 5 Sekunden. Ja, kurz, knackig, waren gute Sachen dabei. Mir hat es sehr gut gefallen, sehr unterhaltsam. Ja, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu dem Video von The3X und auch zum Kanal. Und ja, wir sehen uns morgen wieder zu der normalen Folge. Grusel mit mir, haltet die Ohren steif. Adios.